Herzlich willkommen zu meinem Lesemonat April. Es war ja ein ziemlich durchwachsener Monat, zumindest was das Wettertechnische angeht. Da sind wir noch nicht so sehr verwöhnt worden, aber lesemäßig war es ein guter Monat. Bevor ich jetzt anfange, euch meine ganzen Schätze zu zeigen, alle Infos findet ihr wie immer unten in der Infobox, ob es dazu eine Rezension schon gibt und alle näheren Informationen. Ja, und ich starte dann ganz einfach mal mit Gabriella Engelmann, eine Villa zum Verlieben. Drei Frauen, die sich nicht kennen, also totale Fremde, ziehen in eine Hamburger Jugendstilvilla mit dem Ziel, diese ein wenig zu verschönen, und ganz nebenbei renovieren sie auch noch ihr Leben. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte von drei ganz unterschiedlichen Frauen. Und ob sie nachher wirklich beste Freundinnen sind oder ob diese ganzen Gegensätze vielleicht doch nicht zu überbrücken sind, das verrate ich natürlich nicht. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Ich habe mir damit wirklich zwei Nachmittage total versüßen können. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Ja, dann habe ich zusammen mit Sina gelesen mit dem Piano in die Pyrenäen, Tony Hawks, wie ich lernte, unter lauter Franzosen zu leben. Tony Hawks wird dem einen oder anderen sicherlich ein Begriff sein. Sein mit dem Kühlschrank durch Irland ist ja ein kleiner Geheimtipp, zumindest schon mal für alle Irland-Fans. Tony Hawks ist ein englischer Comedian. So begeistert ich von dem mit dem Kühlschrank durch Irland war, dieses Buch konnte mich nicht so ganz überzeugen, aber das waren eher die menschlichen Schwächen, die sich da für mich aufgetan haben. Er schreibt weiterhin ganz lustig, aber ich glaube, der Mensch Tony Hawks hat bei mir so ein bisschen im Ansehen verloren. Aber nichtsdestotrotz, wer vorhat, vielleicht eine Tour durch die Pyrenäen zu machen oder damit liebäugelt, sich ein Haus in Frankreich zu kaufen, sollte sich das Buch auf alle Fälle einmal näher anschauen. Ja, dann haben wir hier von Theresa Selig, wer Ja sagt, muss auch Onkel Horst einladen und andere Hindernisse auf dem Weg zur Märchenhochzeit. Das Buch wurde ja als Blog angelegt. Ich habe das auch mit Sina zusammengelesen. Ich hatte mir ein bisschen mehr davon erwartet. Das Buch ist wirklich super schön aufgemacht. Es ist aber meiner Meinung nach ein bisschen oberflächlich. Also die Braut, die jetzt meint, das Buch ist jetzt für mich der Geheimtipp, meine Geheimwaffe, um alle Unwägbarkeiten und kleine Schicksalsschläge von mir abzuwenden, der ist da wahrscheinlich auf dem falschen Dampfer. Es ist aber sicherlich unterhaltsam und man kann es mit Sicherheit auch einer Braut schenken. Es erheitert auf alle Fälle, nur es ist nicht wirklich ein Ratgeber, so wie wir das halt gedacht haben. Von Sempe und Goscinny, der kleine Nick und seine Bande, und wie ihr sicherlich schon wisst, wir sind ja ganz verliebt in den kleinen Nick und den lesen wir absolut gerne. Der kleine Nick hat wieder für sehr viel Freude bei uns gesorgt. Ich habe das auch mit Sina zusammen gelesen. Ein ganz, ganz entzückendes Buch, und wir werden uns jetzt natürlich die anderen Bücher auch noch holen. Ja, und der kleine Nick ist wirklich eine absolute Granate, ein Garant für gute Laune. Helen Simonson, Mrs. Ali, unpassende Leidenschaft, dazu werdet ihr auch noch eine Rezi bekommen. Sie ist schon auf der Platte, wir laden die auch die Tage hoch. Es ist die Geschichte von einem Witwer und einer Witwe, die sich langsam näher kommen. Er ist Brite durch und durch, sie ist pakistanischer Abstammung, sie führt einen kleinen Dorfladen. Das wird natürlich nicht gerne gesehen, weder von seinem Sohn noch von ihrer Familie. Die Dorfgemeinschaft findet das auch nicht ganz so prickelnd. Es sind also ganz schön viele Schwierigkeiten, mit denen die beiden kämpfen müssen. Ob sie diese Schwierigkeiten in den Griff kriegen, verrate ich natürlich auch nicht. Ein sehr schönes Buch, gewürzt mit sehr viel trockenem Humor. Es ist aber eher ein nachdenkliches Buch und der Titel ist ein bisschen irreführend. Es geht da doch mehr um den guten Ernest Pettigrew und wie er die Sache sieht. Sophie van der Staab, Was, wenn es Liebe ist? Ja, dieses Buch ist mit Sicherheit nicht schlecht. Ich habe mir ein bisschen was anderes darunter vorgestellt. Es ist die Geschichte von einer blinden älteren Frau, die zwei Freundinnen hat, die sie noch heranlässt. Einmal eine Italienerin und einmal, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, jedenfalls eine Tara heißt sie, Tara, die
einen Blog schreibt, die in einer TV-Sendung jede Woche so ihre Sicht der Dinge zum Besten gibt. Das Buch ist etwas schwierig geschrieben, es ist nicht schlecht, es hat sicherlich auch ein paar gute Gedankengänge, aber ich habe mich ein bisschen schwer damit getan. Es ist halt ja ein wenig schwierig zu lesen, also es rutscht nicht runter wie Honig, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, schaut es euch mal an, es ist mit Sicherheit nicht schlecht, auf gar keinen Fall, aber es ist halt nicht ganz einfache Kost, beziehungsweise es ist etwas schwieriger verpackt. Ganz anders dagegen Leonie Swann, Glen Kill, ein Schafskrimi. Ich habe richtig meinen Spaß gehabt mit dieser Herde irischer Schafe, die eines Tages ihren Schäfer ermordet, ja, auf ihrer Weide liegen sehen. Er hat in seiner Brust einen Spaten stecken und wie das eine Schaf auch gleichsinnig meint, Spaten ist keine Krankheit. Und so geht schon das Wort Wolferei um und die Schafe sind es ihrem Schäfer wirklich schuldig, den Mörder zu finden, weil er war ein guter Schäfer und das ist das Mindeste, was sie tun können. Und diese Schafe sind eigentlich einfach nur entzückend, jedes von sich, also jedes einzelne ein absolutes Charakterschaf. Guillaume Musso, Nachricht von dir. Das war jetzt mein erster Musso, den ich gelesen habe und ich war da gar nicht so drauf vorbereitet. Dieses Buch ist ja vom Klappentext her sehr, man erwartet halt einen absoluten Liebesroman. Das Buch ist in drei Teile aufgeteilt und der erste Teil hat mich schon richtig gepackt. Es ist halt die Geschichte von einer Frau und einem Mann, die auf einem Flughafen zusammenstoßen und sie, durch diesen Zusammenstoß tauschen sie halt ihre Smartphones. Man kennt ja die Neugier der Menschen und wer möchte sagen, er käme nicht in Versuchung. Sie fangen jedenfalls an, jeder für sich die Geheimnisse des anderen zu ergründen. Sie haben aber ein gemeinsames Geheimnis, beziehungsweise irgendwo sind schon mal ihre Schicksalswege, haben sich schon mal gekreuzt und das geht schon wirklich in den Thriller-Bereich. Ich war auch erst kurz am Überlegen, willst du das jetzt wirklich lesen? Du hattest dich jetzt also wirklich so auf so eine schöne Happy-End-Schnulzen-Geschichte eingeschossen, aber die beiden haben mich schon so fest am Wickel gehabt, dass ich das unbedingt weiterlesen wollte. Also absolute Empfehlung, nur man sollte sich ganz klar sein, das ist nicht eine reine Bilderbuch-Liebesgeschichte, da ist schon ganz schön viel Thriller drin. Was ganz anderes ist, ja, und ich liebe sie alle, Georges Taillat, der Page und die Herzogin. Ich habe ja davon ein ganzes Regal oder anderthalb voll, nur mit Georges Taillat Büchern. Und Georges Taillat schreibt Regency-Romane, die wirklich super schön sind. Und der Page und die Herzogin ist halt die Geschichte von dem Herzog von Avant, der eines Abends einen Jungen kauft und dieser Junge stellt sich letztendlich aber als Mädchen heraus und wird zum besten Druckmittel gegen seinen erbitterten Feind. Aber Leonie hat es ganz schön in sich und es ist absolut turbulent, es ist super süß und es macht richtig Spaß zu lesen. Noch von Georges Taillat habe ich gelesen Die drei Ehen der Grand Sophie und auch dieses Buch ist eines meiner Lieblingsbücher von Georges Taillat. Es ist die Geschichte von Sophie und Sophie wird ihrer Tante angekündigt, ja so pass mal ein bisschen auf das Kind auf, aber dieses Kind braucht garantiert keine Hilfe, sie ist eine junge Dame und sie bringt den ganzen Haushalt durcheinander und ganz im Laufe dieses herrlichen Romans stiftet sie halt drei Ehen. Ein ganz, ganz süßes Buch und sogar Sina mag die Bücher und sie schaffen es immer wieder, mich aus einer kleinen Leseflaute rauszureißen. Dann haben wir gelesen Ein Feintagebuch einer Kellerkatze. Und dieses Buch, es ist ganz, ganz schmal. Wir hatten es innerhalb von 20 Minuten gelesen. Aber nichtsdestotrotz, wer Katzen mag und seine Katze nicht nur als süßes, kleines Miezekätzchen sieht, der sollte sich diese super süße Killerkatze namens Kuschel doch besser mal anschauen. Es ist ganz süß. Wir haben uns auch jetzt gleich den zweiten Band noch bestellt. Es ist einfach nur bezaubernd.
Ja, dann haben Sina und ich zusammen gelesen von McCabot zu seiner Auch Geister können küssen. Das ist ja nun der erste Teil einer, ich glaube, sechsteiligen Reihe. Und der erste Teil hat uns so überzeugen können, dass wir auch gleich Teil 2 dahinterher gelesen haben. Susanna ist ein ganz normaler Teenager eigentlich, aber sie kann halt Geister sehen, also Verstorbene. Ja, und die sind für sie nicht irgendwelche durchsichtigen Sachen, durch die man durchgehen kann. Nein, sie kann diese Personen also wirklich sehen, sie kann sie anfassen, sie kann sie auch ganz kräftig mal in den Hintern treten. Das macht sie auch ganz gerne, denn sie ist so vom Schlag Buffy. Und das macht wirklich super viel Spaß zu lesen. Sie hat auch noch damit zu kämpfen, dass sie noch nie geküsst wurde und dass die Jungs sie einfach nicht daten wollen. Und dann ist da auch noch jemand, der sich bei ihr mit im Zimmer eingemietet hat. Und das ist Jesse. Und Jesse ist leider schon seit 150 Jahren tot, denn er ist absolut hot. Und wäre er nicht tot, so wäre sie wirklich in Gefahr, sich ernsthaft fürchterlich in ihn zu verlieben. Dann habe ich hier von Chandras Choudhury, der kleine König von Bombay. Dieses Buch ist mit Sicherheit ein sehr, sehr schönes Buch. Ich habe es unheimlich gerne gelesen. Aber es ist halt kein Buch für Leser, die sich jetzt nicht unbedingt mit dem Thema Indien beschäftigen möchten. Es ist schon sehr indisch. Ja, und es ist auch nicht unbedingt ein fröhliches Buch, denn der kleine König von Bombay ist nicht nur klein oder jung, nein, er ist wirklich kleinwüchsig, er ist nur einen Meter groß, dabei ist er ein erwachsener Mann und das erschwert natürlich für ihn das Leben ganz schön. Er möchte gerne verheiratet sein, er ist sehr einsam, er hat große Träume, aber diese Träume platzen ihm alle einfach wie Seifenblasen weg. Ja, und er steht irgendwann da und muss seine ganze Existenz neu überdenken, sein ganzes Leben. Und das ist schon, es ist auf keinen Fall deprimierend. Es ist wirklich ein sehr schönes Buch und der Schluss hat mir auch sehr gut gefallen. Es gibt einem dann doch noch so ein bisschen die Hoffnung, dass innerhalb von einer Minute oder durch eine schicksalhafte Begegnung sich das ganze Leben auf einmal drastisch ändern kann. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Nur wie gesagt, es ist jetzt mit Sicherheit kein Buch für Menschen, die gar nichts mit Indien anfangen können. Tja, und mein letztes Buch im April war von Diana J. Jacobs-Weibel, Wandelwelt, Numi und Minu. Und das ist wirklich ein ganz zauberhaftes Kinderbuch mit, ja, es ist ein Plädoyer für die Fantasie. Man sollte Kindern ja nicht wirklich immer sagen, ach, träum nicht und es gibt keine Feen. Und es ist ja schon mal, wir sitzen hier ja auch immer und wir sind ja zwar keine Flügelfeen, aber wir sind ja immerhin Glimmerfeen. Also man sollte Kindern doch vielleicht auch ein bisschen die Fantasie lassen. Das Leben ist ja schon manchmal hart genug und was... Ja, ist es nicht einfach schön, auch mal in eine Traumwelt ein wenig abgleiten zu dürfen. Ein sehr, sehr schönes Buch hat mich ein bisschen, im Grunde genommen vergleiche ich es einfach mal so ein bisschen wie die unendliche Geschichte für die ganz, ganz Kleinen. Es ist zauberhaft illustriert. Ich suche euch dann so, zum Beispiel hier steht die Kleine in der Schule. An der Tafel. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Schaut es euch einmal an. Es ist mit Sicherheit eine Zierde für jedes Kinderbuch und es hat halt eine wichtige Botschaft. Ohne Fantasie, wo kämen wir ohne Fantasie hin? Ja, damit wären wir jetzt auch schon im Mai angelangt. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start in den Mai. Und ihr wisst ja, alles neu macht der Mai und die Bäume schlagen aus und der Bauer spannt sein Rösslein an. Ihr kennt das alles. Ich hoffe, ihr genießt den Mai in vollen Zügen. Und ich hoffe, es wird langsam etwas wärmer, damit wir vielleicht auch mal draußen sitzen können und da unsere Bücher lesen können. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Bis allerspätestens nächsten Monat.